Guten Abend. Guten Abend. Kaum ein Monat, in dem das Statistische Bundesamt nicht warnt. Die deutsche Bevölkerung schrumpft aufgrund des Geburtenrückgangs rasant. Deutsche Frauen haben keinen Sinn mehr für Romantik. Mehr dazu von Wie könnte es anders sein? Gundula Gause. Danke, Klaus Kleber. Die deutschen Frauen mögen sehr wohl noch Romantik, doch auf die Art kommt es an. Bei einer repräsentativen Umfrage auf der Damentoilette des ZDF erklärten 9 von 10 Frauen, dass sie aus Zeitungen ausgeschnittene Liebesbriefe eher verstörend finden. Klaus Kleber. Das habe ich aber ganz allein gemacht. Aha. Also, wenn du mit mir gehen willst, kreuze an. Ja, nein, vielleicht. Wie alt sind Sie? 12? Die Frisur macht mich jünger. Berlin. Das heute vorgestellte Verkehrskonzept der Bundesregierung hat bei Bündnis 90 den Grünen harsche Kritik hervorgerufen. Zu diesem Thema begrüße ich jetzt Renate Künast. Tag zusammen. Herr Kleber, mit Verlaub, Sie können sich Ihre Frage ruhig sparen, ja? Dann wissen Sie, ich kenne schon meine Antwort, ja? Und ich sage eins klar, wozu haben wir denn all die Jahre den Kampf um Fahrradwege und Busspuren gekämpft, ja? Wozu? Aber das war doch keine Antwort, sondern eine Frage. Ja, also, Herr Kleber, ich bitte Sie, diese parteipolitisch motivierte Haarspalterei, ja, die hilft uns ja jetzt beiden nicht weiter. Ja, apropos weiterhelfen, Frau Künast, was halten Sie als Frau von selbstgebastelten Liebesbriefen? Ist das Umweltpapier? Nein. Kein Umweltpapier? Also mit Verlaub, Herr Kleber, wie alt sind Sie? 12? Was mache ich bei ihr nur falsch? Warum ist sie so abweisend? Also ich sage mal, das muss nicht unbedingt an dir liegen, Klaus, ja? Und ich kann es nicht häufig genug sagen, dass Frauen trotz oder ja, gerade wegen ihrer fortdauernden gesellschaftlichen Benachteiligung, ja, auch zu ihren Emotionen und ihrer Körperlichkeit stehen sollten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Aber eins muss ich auch sagen, Gundula sollte sich mal, ja, so wie ich, jeden Abend mit dem nackten Hintern auf einen Spiegel rücken. Denn das, mein lieber Klaus, ja, das gewährt tiefe Einblicke ins Frausein. Ja, danke, Renate. Bitte, Sie haben es ja gehört. Musik.